So, Chat, ich hoffe, wir sehen uns hier noch zusammen in einer wunderschönen Doku zum Sonntag. Nach den ganzen Realtalks hier mit TikTok, Schmicktok gehen wir noch in was Schönes rein. Eine schöne Unterwasser-Doku, noch ein bisschen Natur sehen, ne? Einfach mal um die Seele und den Körper zu entspannen. Abenteuer unter Wasser, die Submaries, die Nordstory. Das klingt doch sehr schön. Ah, direkt. Ah, was für 400. Oh, nö, nö. Auch wieder Grüße an die Zuschauer auf YouTube für den Doku-Sonntag. Wichtig und richtig. Tauchen muss auch so schön sein. Es gibt auch so schöne Places auf der Welt unter Wasser, wo noch kein Plastik rumschwimmt. Oh ja, die ist gut voll. Wir haben genügend Luft. Flaschendruck 200 Bar. Genug, um in ihre Welt einzutauchen. Wissenschaftler gehen von Schleswig-Holstein aus. Warst du mal tauchen? In die Tiefe. Nur in deiner Mom. Zahlreiche Expeditionen haben sie. Sorry, Bro, aber das war auch wirklich die perfekte Vorlage. Sei mir bitte nicht böse, Digga. Bitte nimm den voll und nicht mit, ich brauche ihn. Meist von den Polargebieten der Eisbären auch so schöne Tiere, ich schwöre. Arktis bis in die tropischen Korallenriffe der Malediven. Gemeinsam erforschen sie die interessantesten Meeresgebiete der Erde. Blauhaie vor den Azoren. Tiefseewesen an der norwegischen Westküste. Bro, what the fuck? Das ist ja mal die craziest Qualle of my life. Eine Unterwasser-Tropfsteinhöhle. Die muss ja mal irgendwann trocken gewesen sein, weil die Tropfsteine entwickeln sich ja nur, wenn... Also, im Wasser geht das ja nicht, ne? 5 Kieler Forscher haben ihren Traum zum Beruf gemacht und die Firma Submaris gegründet. Sie sind Forschungstaucher, Arbeitskollegen, vor allem aber beste Freunde. Ich gehe jedes Mal auf Arbeit und habe jeden Tag Spaß und finde es jeden Tag einfach nur geil. Gehen wir mit Twitch genauso. Kust. Robert Mark Lehmann. Ah, den kennen wir doch, den Bri. Meeresbiologe, Abenteurer, Umweltaktivist und National Geographic Fotograf des Jahres. Gott sei Dank haben wir Robert Leute wie ihn. Robert ist fasziniert von Haien und setzt sich, solange er denken kann, für deren Schutz ein. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung, man muss sich auf neue Situationen einstellen. Man lernt auch unglaublich viel. Florian Huber, promovierter Archäologe aus Bayern, begeistert sich für alles, was versunken am Meeresgrund liegt. Knochenfunde, versunken... Einfach ein Unterwasser-Schatzjäger, wie geil. Was ist das für ein geiler Job? Städte, am liebsten historische Schiffswracks. Langweilige Tauchgänge hatte ich eigentlich noch nicht und das soll so weitergehen. Christian Hove. Für historischen Schrott kann sich der norddeutsche Biologe kaum begeistern. Er ist der Tüftler und Bastler der Truppe. Vor allem aber schweigsamer Ruhepol. Wir können uns auch mal fetzen, wir haben super gute Stimmung, wir können uns totlachen gegenseitig, meistens unter Wasser, wenn die absurdesten Sachen passieren. Uli Kunz, Meeresbiologe, Vortragsredner und ruheloser Geist. Die sind ungefähr so 2,5 Meter lang. Bis Uli ist leidenschaftlicher Fotograf mit Hang zum Perfektionismus. Seine Bilder erscheinen weltweit in den großen Magazinen. Robben, auch so schöne Tiere. Forschungstaucher. Habt ihr mal gesehen, wie Robben, wie gut die sich um ihre Jungen kümmern? Und wie sie immer so mit den Robben spielen, also wie Robben, Mütter und Väter mit ihren Kindern spielen, das ist so knuffig. Robby-Schmobbys. Ja, Robbe Walross, ja, Chat, hier, bam, 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 den da. Ja, das. Okay, da hat man Stoßzähne gesehen. Das ist ja das, wofür ich irgendwie. Hab eure Schwester gestoßen. Leben, ne? Tauchen. Philipp Schubert. Biologe mit Leib und Seele. Er liebt seine Familie, Seegras und Algen. Das Tauchen hat Philipp schon als Kind von seinem Vater gelernt. Was eine View, ey.
verliebt. Der Strandbereich vor Falkenstein mitten in der Kieler Förde. Der erste größere Auftrag des Jahres findet direkt vor der Haustür statt. Im Olympiahafen von Schilksee verladen die fünf Forschungstaucher haufenweise Sandsäcke auf ihr Arbeitsboot. Insgesamt 800 Kilo, um sie wenig Na, wenn ich bei TikTok manchmal in die Kommentare schaue, da ist auch immer der ein oder andere Sandsack am Start. Später in der Ost... Spaß, ich schaue keinen TikTok und ich schaue auch keine Kommentare. ...sie zu versenken. Jawoll! Die Sandsackaktion ist ein Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Die Männer sollen die Widerstandsfähigkeit einer Unterwasserpflanze untersuchen. Es geht um Seegras. Der war's nicht. Bruder, jetzt hätte ich fast wieder einen Spruch gedroppt. Dann wäre das Video aber Geld. Geld, Bruder. Da! Der Nieser ist deine Schuld. Seegras ist eine weltweit verbreitete Pflanze. Sie dient als Kinderstube für zahlreiche Fischarten. Sie ist wichtig für den Küstenschutz. Seegras filtert Schadstoffe und entzieht der Atmosphäre große Mengen Kohlendioxid. Doch weltweit gehen die Seegraswiesen zurück. Seesterne, auch so faszinierende Tiere, Chat. Wusstet ihr, dass wenn die eine Zacke verlieren, die einfach nachwächst und, verbessert mich, wenn ich mich irre, ich glaube, je nachdem, wo die Zacke verlieren, kann die Zacke auch alleine noch leben und, glaube ich, auch überleben, oder? Oder war das bei Regenwürmern? Ich weiß nicht genau. Danke für die 100 Nachschieß, Bruder. Legende. Vielen Dank. Generell ist Seegras zum Beispiel durch genau das hier, nämlich Sandeinträge, Baumaßnahmen im Küstenbereich, wenn Marinas gebaut werden, Häfen gebaut werden. Und natürlich das allergrößte Problem für Seegras ist tatsächlich die Überdüngung. Überdüngung. Stirbt Seegras ab, wenn es längere Zeit unter Sand begraben wird? Diese Frage sollen die Wissenschaftler klären. Direkt über dem Versuchsfeld werden die Säcke ins Wasser geworfen und später gezielt verteilt. Oh Mann, Max, danke auch für deine 10 Nachschuss. Nur bei Flo platscht das so, ne? Das ist unglaublich. Max, komm, hast du das, ne? Danke. Lass also, doch mal die wir Bombe wollen da unten Chat. Ja zwei Felder aufbauen. Einmal im tiefen, einmal im flachen. Ne, insgesamt sind das 36 Versuchsflächen. Und 24 davon sind mit diesen... diesen Rasenkanten hier versehen. Ne? Die kippen wir dann in den Sediment. Wenn wir die befüllen, sind die auch Philipps Mitstreiter sehen den Einsatz eher nüchtern. Trotzdem, wenn da so Reste es gibt sind, Dinge, mit denen verdient man sein Geld und es gibt Jobs, die bringen Spaß. Die Seegras-Aktion fällt für die meisten eher in Kategorie 1. Aber die Jungs sind schließlich Profi. ApoRed würde sagen, sein Boot. Ja, das ist auch safe, sein 8-Boot. Ich teile Philipps Passion für Seegras jetzt nicht unbedingt, wobei ich gut finde, dass es eben Slavik, die danke auch für deine 5 Brutstätte für die Jungfische ist. Und deswegen ist mir das persönlich sehr wichtig, weil ich natürlich auch Umwelt- und Meeresschützer bin. Und deswegen bin ich auch interessiert, dass diese Seegraswiese erhalten bleibt. Und das ist ja die Forschung, die wir hier machen. Und deswegen gehört es dazu und machen wir das auch gerne. Ich finde es prinzipiell immer gut, wenn einer Leidenschaft hat. Und Philipps Leidenschaft sind halt die Seegraswiesen. Ich werde einfach mal schauen, ob ich vielleicht ein bisschen Steinzeit da unten finden kann, nebenher. Wenn ich die blöden Säcke da verfüllt habe, denn das ist ja hier im Flachwasserbereich und hier könnte tatsächlich ein bisschen Steinzeit sein. Also ein Auge, ohne dass Philipp das mitkriegt, habe ich immer woanders. Nein, Kodeox, mach nicht. Erst morgen wieder. Mit Alert an. Die Kieler Förde zeigt sich einmal mehr als trübes Revier. Um oder sich unter Wasser orientieren zu können, verlegen die Männer zunächst Leinen. Nur das so verlegen den Rohr zu ihren Versuchsflächen. Nein, ich sag dir nicht Bescheid, Digga. Du haust einfach keine Sappo mehr raus. Bevor die Seegräser mit Sand bedeckt werden, dokumentiert Philipp die Ausgangssituation. Er zählt auf den Versuchsflächen die Sprossdichte und misst die Höhe der Halme. Heute wieder unter Wasser Notizen machen, gar keinen Bock, denkt er sich. Verrückt, dass es einfach Stifte gibt, die unter Wasser schreiben, ne? Um später vergleichen zu können, werden die Versuchsflächen dann unterschiedlich hoch befüllt. Wie geht das? Zauberei.
Sandbedeckung dem Seegras wirklich schadet, können die Meeresbiologen frühestens in einem Jahr sagen. Ah, moin. Haben Sie ganz gut gemacht. Zwischendurch hatten Sie noch einen vergessen, leider. Den musste ich noch mal den Finger drauf zeigen. Hier, Leute. Nein, war alles in Ordnung. Also es ist eine bizarre Geschichte, aber das ist auch genau das, was Spaß macht an dem Job. Es ist immer wieder was Neues und ja, heute bin ich Unterwassergärtner. War cool, macht Spaß, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Geht so. Es fehlen noch die großen Tiere und das blaue Wasser und die guten Sichtweiten, aber wir kriegen das noch. Pass mal auf, wir fahren noch an eine andere Stelle. Heute nicht mehr, aber dann. Und dann auf der Rückfahrt in den Hafen sind sie plötzlich da, die großen Tiere. Früher als gedacht. Oh, Delfine. Delfine, mega intelligente Tiere und auch richtig emotionsmöglich. Die können miteinander reden, Chat, und das haben, glaube ich, Forschungen vor einer Weile rausgefunden, die geben sich auch Namen. Ne? Ganz, ganz, ganz selten in der Naturlandschaft, dass sich Tiere untereinander Namen geben und sich damit ansprechen. Wahnsinn. Ich hätte gern einen zum Knuddeln. Die sind dann längsseits gekommen, haben unser Boot eine Weile verfolgt. Und das war so... Das kennt ihr bestimmt, so Clips, wo Delfine aktiv bei einem Boot mitschwimmen. Die wissen, dass du auf dem Boot bist und die begleiten dich. Die chillen ein bisschen mit dir, ein bisschen chillen mit den Grillen. Schön natürlich, diese riesigen Tiere, die waren ja wirklich, das waren zwei große Tümmler und wir haben mit denen 2-3 Stunden gespielt im Wasser. Es sind Selfie und Delphi, die beiden aus Zeitung und Fernsehen bekannten Fördeflipper, die sich seit mehreren Wochen zwischen Flensburger und Kieler Förde aufhalten. Am Anfang waren die ein bisschen scheu, sind aber immer neugieriger geworden und am Ende war es wirklich so, dass die auf Armlänge rankamen, uns angeguckt haben, angeklickt haben. Und ja, also das war großartig. Ich finde es sagenhaft. Ich meine, bei uns in der Kieler Förde gibt es tatsächlich nicht so viele Arten und es ist jetzt auch nicht der beste Tauchplatz der Welt. Aber die Delfine zu haben, da haben wir jetzt, also ich habe da 18 Jahre drauf gewartet und plötzlich waren sie da. Super geil. Kiel ist Basislager und Heimathafen der Wissenschaftler. Digga, also was von hier aus planen sie ihre Einsätze. Hat einer der Taucher Aussicht auf einen Job, versucht er die anderen ins Boot zu holen. So arbeiten sie häufig gemeinsam an ein und demselben Projekt. Einkaufsbummel auf dem Blücherplatz in Kiel. Der Proviant für eine Reise nach Skandinavien muss besorgt werden. Beim Führerschein, Punkte in Flensburg. Beim Einkauf von Kartoffeln, Tomaten und Möhren herrscht an diesem Tag Einigkeit. Ganz anders die Ansichten über den Ort, der seit vielen Jahren ihre Wahlheimat ist. So wenig vom Meer erforscht worden. Ich habe auch, glaube ich, mal gehört, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass ungefähr 95% aller Meerestiere und Erdtiere noch gar nicht erforscht sind, weil man die einfach nicht zu Gesicht bekommt oder die so weit unten sind, dass es ja schwierig ist, diese Tiere zu erforschen. Ne? Einfach 95% sind einfach noch nicht mal erforscht. Irre. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber warum seid ihr denn hier? Dann verpiss euch. Mann, ey, du weißt, warum wir hier sind. Wegen... Ihr braucht uns. Es würde sonst nicht gehen. Weil er ist der Einzige, der nicht Kieler ist und der sich nicht beschwert ständig über Kiel. Er beschwert sich nur, wenn du nicht dabei bist. Damit du nicht, nie. Damit du nicht jedes Mal ausrastest, wenn er sich beschwert. Ich beschwere nur, wenn ja, die haben es gut. Die bekommen keine Finanzamtbriefe und müssen auch keine GEZ zahlen. Arbeiten, da komische Kameras. Den Drehs geht's gut. Wenn es hier, hier kalt ist, wenn du rausgehst und es ist grau. Aber im Gegensatz zu euch kriege ich keine schlechte Laune davon. Das stimmt. Also mit der Ultrasätze. Aber wie? Also auch keine, so ein kleiner Hinterhof in der Innenstadt von Kiel. Gut 1500 Kilo Tauchausrüstung gehen auf die Reise an die norwegische Westküste.
Ja, das Paket hier sieht ein bisschen sass aus. Haufenweise Tauchanzüge, Pressluftflaschen und jede Menge Kameras. Egal, was wir einpacken, es liegt immer nur an den kleinen Teilen. Wenn wir irgendwas Kleines vergessen hier an so einem Automaten, irgendwie einen kleinen O-Ring, können wir nicht tauchen. Was wollen wir denn hören, Jungs? Irgendwas Slayer. Slayer. Dann machen wir mal das hier. I am one of those melodramatic fools. Ich glaube, die gehen jeden Tag gerne zur Arbeit. In unerreichbarer Tiefe leben. 20 Stunden Anreise mit dem Schiff von Kiel nach Oslo. Dann 12 Stunden mit dem Kleinlaster quer durch Norwegen. Es ist bereits spät am... Da hat Monte aber auch nicht reagiert. Bro, Monte lässt das alles von Profis machen, von Profis reinigen. Ne? Ich würde schon sagen, das, was man machen kann, außer es nicht zu haben, macht Monte. Ne? Und dann halt wieder auf Monte zu zeigen, weil er halt super famous ist halt manchmal auch. Hat ein bisschen Beigeschmack, ne? Sag ich euch. Abend, als die Männer, auch wenn ich das Video trotzdem sehr gut und informativ aus Kiel den Namsfjord erreichen. Andere wären müde. Sie wollen nur noch eins. Sofort ins Wasser. Erstmal ein bisschen Sicht haben und dass wir klar sehen, was da unten lebt. Normalerweise musst du, um die Tiefsee zu erreichen, an den Kontinentalschelf 200 Kilometer raus und dann irgendwo mit dem U-Boot abtauchen. Aber hier hast du das 100, 200, 300 Meter direkt vom Ufer entfernt, bist du theoretisch schon in der Tiefsee. Wir können da leider nicht hin, wir können nur flach tauchen, aber die Tiere aus der Tiefsee kommen eben nachts an die Oberfläche. Der Grund ist eine dunkle, moorige Süßwasserschicht an der Oberfläche des Fjords, die kaum Licht durchlässt. Bedingungen wie... Ja, Chat, ist okay. Ich weiß das doch, was ihr schreibt. Und ich habe, wie ihr seht, kein Aquarium. Ich würde mir auch keine, Chat, um das Thema jetzt kurz nochmal auf und wieder zuzumachen, ich würde mir auch keine Vögel halten, kein Kaninchen, keine Schildkröte und weiß der Geier was noch, weil das alles unmenschliche Haltung sind. Was ich vertretbar finde, sind Katzen, die chillen alleine mit den Grillen, wenn du zwei hast fürs Haus, ne, sind sie Freigänger, mit Katzenklappe können sie draußen ihr Ding machen, ne. Gibt ja auch Gründe, warum Katzen und Hunde so am beliebtesten sind und dein Hund ist wie ein jüngeres Familienmitglied, was dir immer treu sein wird, wenn du es gut behandelst. Und ja, deshalb Hund und Katze finde ich vertretbar. Alles andere hat für mich persönlich einen bitteren Beigeschmack und würde ich mir nicht anschaffen. Ne? Erst den Meeresboden erreicht, als es Schwierigkeiten mit der Ausrüstung gibt. Roberts neue Kamera löst nicht aus. Außerdem läuft sein Trockenanzug voll. Und das, als er gerade einen seltenen Fleckhai vor der Linse hat. Fleckhai. Ich könnte das jetzt überspielen und sagen, ach, das macht mir überhaupt nichts aus und ich bin ein Profi, da guckt man drüber hinweg und morgen ist ein neuer Tag. Nee, es kotzt mich einfach an. Es kotzt mich ganz hart an. Und ich bin echt hart frustriert und ich könnte jetzt heulen vor Wut. Man kann nicht immer gewinnen. Nee, aber ich würde so gerne immer gewinnen. Es war scheiße, so. Der nächste Morgen. Der Ärger ist verraucht und vergessen. Entlang der Schärenküste. Schaut euch diese Optik an, Chat. Ich will da auch mal lang cruisen. Du hältst 4 Mücken bei dir. Also ich glaube, 4 Mücken hat safe jeder von uns in der Wohnung. Suchen die Taucher nach einer ganz bestimmten Bucht. Meeresbiologe Uli Kunz hat sie ein Jahr zuvor erkundet und war fasziniert von den Tieren dort, die so gut wie keiner kennt. Wahnsinn, die View. Es sind vermutlich für die meisten Menschen sehr unsympathische Tiere, es sind aber meine Lieblingsfische. Ich finde die unglaublich geil und cool. Es ist sowas wie die Müllabfuhr der Tiefsee. Die fressen alles auf und scheren sich um nichts. Tolle Fische, ich finde die cool. Im Uferbereich ist der Fjord nur 25 Meter tief. Würde ich auch mal tauchen? Ja. Hier legen die Taucher einen Köder aus. Also es gibt so Sachen, Chat, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Aktuell bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben, aber ich möchte nach und nach noch sehr viel sehen, sehr viel erkunden. Aber das hat Zeit. Ich bin noch ein junger Hüpfer und aktuell bin ich noch so in diesem Gaming-Grind drinne. Vielleicht wird irgendwann mal mehr Real-Life-Content kommen und dann lerne ich auch tauchen, gehe tauchen, besuche irgendwelche geilen Spots, nehme euch da mal mit dem Katami-Matter, mit dem Vlog, mit der Drohne. Man weiß es immer nicht, Bruder. Man kann so viel machen. Wenn die Community drauf Bock hat, habe ich da noch mehr Bock drauf. Weiß wie. 2 Minuten später tritt die Müllabfuhr der Tiefsee den Dienst an. Es sind Inga,
auch Schleimaale genannt. Wurmartige, langgestreckte Fische ohne Augen, umgeben von einer zähen Schleimschicht. Ja, Chat, entspannt euch. Bin jung und unsterblich durch Sport. Das Viech sieht gruselig aus. Und das sieht auch... Ah! Der hat einen Parasit, oder? So komische Würmer. Oh mein Gott, das ist ja gruselig. Egal, was von oben runter regnet, ob es ein toter Fisch ist, ein toter Krebs oder vielleicht ein ganzer toter Walkadaver. Die Viecher kommen auf jeden Fall, die riechen das, die hören das und nehmen die Schwingung auf und kommen sofort dahin und fangen an, das Ding zu zerlegen und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, dann abzureißen. Oh Gott, ist das gruselig und eklig. Die Begeisterung für die dunkle Unterwasserwelt und die ungewöhnlichen Fische ist groß, solange man Biologe und nicht Archäologe ist. Das ist einfach ein Krebs. War interessant, ja, aber reicht mir jetzt auch. Also irgendwie, das sind... Ja, es wirklich sieht aus wie in einem Horrorfilm. Keine Ahnung, ich meine, da unten ist tatsächlich Modder, da ist nichts, das ist einfach scheiße, du hast keine Sicht. Und dann kommen irgendwie 10 oder 12 blöde kleine bleistiftgroße Aale raus. Oder Schleimaale. Bleistiftgroße. Und machen hier tolle Hengste da rum. Und ach, naja. Ja, Chat, um da bei diesem Gerücht nochmal aufzuräumen, es gibt Länder, da leben diese Würmer auch in seichten Gewässern. Und wenn man ins Wasser pinkelt, ne, dann kann es passieren, dass dir einer in den Dödel krabbelt, weil die untereinander kommunizieren und, glaub, Paarungstrieb bekannt machen, indem sie halt auch ein ähnliches Hormon oder Pheromon, wie das heißt, versprühen, das für die ungefähr so reich riecht wie unser menschliches Pipi. Und ja, dann schwimmen die halt da in die Hornröhre, weil die halt denken, da ist die Spaßburg. Und wenn es dann wirklich ganz schlecht läuft, muss man deinen Dödel amputieren. Das ist das absolute Horrorszenario, aber das ist wirklich nicht an den Haaren herbeigezogen. Deshalb in irgendwelchen exotischen Ländern lieber an Land auf Klo gehen. Dann nehmt ihr lieber die Schlangen und die Spinnen am Land mit. Da drüben liegen überall die geilsten Wracks auf dieser Erde. Also Achtung, Schleimaal! Wir machen hier irgendwelche dämlichen Schleimaale. Alter, die Aber wie gesagt, ich muss ja aufpassen, ich bin hier in der Unterzahl, ich krieg noch auf die Fresse. Du gehst ganz schnell mal über Bord. Es war super. Einfach Dödel zuknoten, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, Bruder. Es ist auf der Rückfahrt, als Florian Huber zu seinem persönlichen Highlight kommt. Wie kann das sein, dass das Ding da einfach liegt? Klar ist das irgendwie voll schön, aber das rostet doch vor sich hin. Warum wurde das nicht zerkleinert und entsorgt vernünftig? Fachgerecht. In 30 Meter Tiefe finden die Kieler Taucher die Aston Villa, ein englisches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Ach, oha, so lang ist das her. Wahnsinn. Wunderschön. Sehr geile Doku bis jetzt. Also es gibt ungefähr weltweit 3 Millionen Schiffswracks. Und die komplette Menschheit war eigentlich immer darauf angewiesen, dass Schiffe von A nach B fuhren. Ganze Kontinente wurden mit dem Schiff entdeckt, besiedelt, versorgt, angegriffen. Jedes Schiff erzählt eine spannende Geschichte, egal wie groß, wie klein oder wie bedeutend oder unbedeutend es zunächst ist. Das ist meistens eine tragische Geschichte, sonst wäre es nicht untergegangen. Und das finde ich einfach als Archäologe spannend, das rauszufinden und ja, zu rekonstruieren, wie der Mensch im Laufe der Zeit eben mit diesen Schiffen umging, wie die Technik war, wie groß die Schiffe waren, was sie geladen hatten. Ich mag die Dinge alle. Die Kieler Forschungstaucher haben noch von einer anderen Stelle am Trondheimfjord gehört. Dass die Tage oben im Norden inzwischen recht kurz sind, stört niemanden. Ganz im Gegenteil, es erhöht die Chance auf weitere Tiefseewesen. Es ist jetzt 12 Uhr nachts. Wir bereiten uns jetzt vor, dass wir rechtzeitig unten am Wasser sind. Und dann um 1 Uhr wird reingesprungen und dann suchen wir Chimären. Geile Arbeitszeiten. Chimären werden auch Geisterhaie genannt. What, Chat? Das sind Haien und Rochen ähnliche Knorpelfische, die eigentlich in bis zu 3000 Meter Tiefe leben. Ich habe in der Hose auch einen Knorpelfisch.
Die ungewöhnliche Tageszeit für den Tauchgang hat aber auch einen anderen Grund. Ah, scheiße, nur beim Stillstand der starken Gezeitenströmung, genau zwischen Ebbe und Flut, ist das Tauchen hier überhaupt möglich. Die sind so schön. Wunderschöne Hummer. Viele nette Motive, aber nicht das Erwünschte. Quallen auch so gruselig, ne? Dann erscheint endlich, wie aus dem Nichts, der Geisterhai. Er dreht eine Runde und verschwindet wieder. Die Taucher hoffen auf eine zweite Begegnung, aber es kommt noch besser. Oh, oh, Bruder, das sieht aus wie ein fucking UFO, Mann. Ich würde, ohne Scheiß, Chat, ich würde so nicht die Beine in die Hand, sondern die Flossen in die Hand nehmen, wenn das kommt Viech angeschwommen kommt. Digga, das sieht aus wie ein scheiß Alien. The fuck? Oh, ist das gruselig. Robert Mark Lehmann jubelt in 40 Meter Tiefe in seinen Lungenautomaten beim Anblick dieser Tiefseemeduse. Eine sensationelle Entdeckung. Ist das gruselig. Eine Perifylla Perifylla. Oh, ist das gruselig. Alles stockduster, es passiert 40 Minuten nichts, man denkt schon, ey, scheiße, wofür macht man das alles? Das ist doch kacke, das ist kalt, hier ist nichts. Und dann auf einmal zeigt dir dein Tauchpartner, Schubi, ey, da ist was und das gehen wir jetzt filmen. Und das ist das, weswegen wir hier sind. Und du siehst das Vieh, rot, groß, perfekt, er leuchtet es an und denkst, deswegen sind wir hergekommen und es war einfach nur endgeil, er hat es super gemacht, er hat es geil beleuchtet, es sah aus, als ob wir in der Tiefsee irgendwo im Schwarzen driften mit so einem roten Tiefseemonster. Es war absolut geil, genau das, was wir wollten. Ich bin mega happy. Wahnsinn. Und sieht dann noch sehr, sehr gesund aus. Da ist noch kein Stück abgefetzt. Und die, die ich letztes Jahr fotografiert habe. Die Fotoausbeute hat sich gelohnt. Die Perifylla Perifylla wird das Cover eines Buches von Uli Kunz. Auch die anderen Bilder der norwegischen Tiefseebewohner werden hier bewertet, bearbeitet oder aussortiert. Uli Kunz und Florian Huber nutzen sie, um ihre weltweiten Expeditionen zu dokumentieren. Der Mensch unter Wasser. Guck. Passt doch, oder? Ja. Das muss der Taucher alles tragen? Fragezeichen? Ja, offensichtlich schon. Ventile, Handräder, Ersatzatemregler, alles drauf. Inzwischen gibt es mehrere Bücher ihrer wissenschaftlichen Tauchabenteuer. Sehr geil, was die da draus machen. Ganz stark. Tiefenrausch. Ansonsten kann ich die Bilder natürlich weiterhin auf meinen Vorträgen zeigen, wo ich den Leuten wirklich bewusst machen kann, was es in den Meeren überhaupt für Wunderwelten gibt. Immer wieder gehen die Submaris-Männer auf Vortragstour. Erzählen zwischen ihren Einsätzen als Forschungstaucher von spannenden Unterwasserabenteuern. Meist vor Erwachsenen, heute in einer Grundschule in Felde bei Kiel. Hier seht ihr die große Mundöffnung und ich habe euch ja gesagt, der ist ungefährlich für Menschen. Aber er ist vermutlich sehr, sehr kurzsichtig. Die haben natürlich keine Brille auf und deswegen kommen die Tiere und schwimmen alles und jeden über den Haufen, was sich ihnen in den Weg stellt. Der hat mir also einmal ordentlich eins über den Kopf gegeben mit seiner Flosse und die Flosse war natürlich eben 1,5 Meter lang. Es gab ein paar blaue Flecken, ein bisschen Kopfweh. Aber dann bin ich auch wieder aufgetaucht und der Hai ist auch seines Weges gezogen. Wenn wir Schüler für die Unterwasserwelt begeistern, dann ist das Natur- und Umweltschutz von morgen, sagen Uli Kunz und Florian Huber. Eine Sache haben wir entdeckt, die ist total spannend. Schaut mal, das ist auch ein Schädel und dann schaut euch mal oben die Schneidezähne an. Und dann guckt mal hier. Wale, Haie und Totenschädel. Bei den Schülern in Felde geht der... Der hatte ganz schön gute und gerade Zähne für die damalige Zeit. Plan auf. 100 begeisterte Kinder, die noch Tage später von tollen Bildern und den interessanten Tauchern erzählen. Eins, zwei und... Während Florian und Robert gerade im Nordpolarmeer arbeiten, haben Christian, Philipp und Uli auf Deutschlands einziger Hochseeinsel zu tun.
Helgoland ist jedes Jahr eine feste Station in ihrem Terminkalender. Im Auftrag des zuständigen Landesamtes sollen sie in den Gewässern vor Helgoland alle vorkommenden Algenarten zählen. Dabei geht es darum, die Wasserqualität jährlich zu beurteilen. Und zwar für die Wasserrahmenrichtlinie, das ist eine EU-Richtlinie. Und die Wasserqualität um Helgoland wird bewertet anhand der, unter anderem anhand der Algentiefengrenzen. Das heißt, wie tief kommen Algen hier vor um die Insel? Und je tiefer, desto besser die Wasserqualität, und wenn man es ganz einfach sagen will. Uli, wie weit noch? 10 Tage sind sie bereits auf der Insel und eigentlich hätten sie ihren Job schon erledigen können. Ja, scheiß Wetter, ne? Das ist typisch Helgoland. Also nur mal so, wir fahren jedes Jahr hier für 3 Wochen her, obwohl wir eigentlich nur eine Woche was zu tun haben. Ne? Heute könnte es endlich klappen. Die See ist ruhig. Bro, was ist das eigentlich für ein geisteskrank geiler Spot, Christian, Mann? Wie ist der Pegelstand jetzt? Das ist wahrscheinlich jetzt kalt, ne? 6,16 Meter. 16. 6,16 Meter. 6,16 Meter plus 2,6 sind, das ist richtige Wissenschaft. Das ist richtige Wissenschaft. 8,50 Meter. 8,5 plus 2,6. Plus. Das sind 11,1. Ja. 11,1. Korrekt. 11,1 Meter brauchen wir. Mit Kompass und einer 400 Meter langen Leine steckt Christian den Bereich ab, in dem die Algen gezählt werden. Den sogenannten Transekt. Ungenauigkeiten bei der Datenerhebung dürfen Sie sich hier nicht erlauben. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist nur gegeben, wenn jedes Jahr exakt dieselbe Versuchsfläche ausgezählt wird. Dann kann Philipp die Algen endlich zählen. Er platziert den Zählrahmen und jetzt ist Artenkenntnis gefragt. Seine Tauchkollegen, die sich auf Helgoland mehr für Robben und Seehunde begeistern, sind froh, dass Seegräser und Algen das Steckenpferd von Philipp Schubert sind. Ich erkenne da gar nichts, Digga. Wir zählen die ja nicht wirklich so 1, 2, 3, sondern wir gucken uns an, wie viel Prozent einer Fläche unter Wasser, in diesem Fall 5 Gramm, ist bedeckt von welcher Algen. Und wir messen wirklich alle Algen. Und die gilt es auseinanderzuhalten. Und genau um die geht es jetzt auch gleich im Labor, dass wir uns nochmal anschauen, welche Art ist das, wie sehen die aus, was sind die Merkmale von dieser Art, sodass wir die unter Wasser auch sicher bestimmen können. Oh ja, ganz wichtig. Ich weiß es. Halarachnion. Christian, hättest du das auch gewusst? Nö, ich hätte Gedilleseria gesagt. Gedillt? Ja, wichtiger Unterschied zwischen Deliseria und Halarachnion ist, Halarachnion hat keine Mittelrippe, ja. Sieht eigentlich aus wie Ulva in Rot. Nachhilfeunterricht für seine Kollegen im Institut der Biologischen Anstalt Helgoland. Was für ungeschulte Augen mehr oder weniger gleich aussieht, erkennt der Experte als völlig unterschiedliche Arten. Man sieht ja schon, dass die echt total schön sind. Ne? Wenn man die hier so sieht, diese kleinen, feinen Kammstruktur. Da würde mich aber interessieren, was ist der Unterschied zwischen den Algen? Also warum sehen die anders aus? Wie Korallen sieht das aus? Und dann gibt es wieder andere, die sehen so flächig aus. Oder hier hat man dann so ein borstenhaarartiges Ding. Wir nennen das immer Pferdehaar. Also wir haben wirklich ganz verschiedene Arten. Und die Schönheit, die offenbart sich einerseits in der Vielfalt, aber auch in der kleinen Struktur, dass man eine Biene oder mit einer Lupe sich anschaut oder eben hier in so einer Schale, dass man das wirklich mal sieht, diese feine Struktur, das ist unglaublich schön. Das ist eine schöne Organisation. Und außerdem, wir haben hier 300 Arten an Algen und von Robben gibt es gerade mal 2. Ne? Und das sind haarige Biester und die sehen alle gleich aus. Sie, Seehund sieht genauso aus wie eine Kegelrobbe. Du bist auch ein haariges Biest. Hier sieht man schon Unterschiede bei diesen Arten. Der Algenzähltag war erfolgreich. Da bleibt noch Zeit, um bei den Robben auf der Helgoländer Düne vorbeizuschauen. Der Strandabschnitt hier ist etwas Besonderes. Es ist der einzige deutsche Badestrand, den sich Mensch, Seehund und Kegelrobbe recht harmonisch miteinander teilen.
Da ist einfach alles voll mit Robben. Wie süß ist denn das? Oh mein Gott, ich will hin und sie knuddeln. Oh mein fucking Gott. Die chillen da dick ab. Allein der Bre, dem geht's einfach gut, Chat. Wunderschön. Die sind gefährlich, nicht für mich. Die kriegen einfach einen Bussi, da haben die mich lieb. Ich glaube, die liegen gerade alle auf der faulen Haut. Würde ich auch gerne machen. Meinst du, die hatten ein hartes Wochenende? Es waren noch ordentliche Feiern hier auf dem Flugplatz. Die sind wahrscheinlich immer noch müde. Noch lieber, als sie zu fotografieren, sind die Biologen mit den Robben im Wasser. Wunderschön. Was haben die gesagt? Da sind auf jeden Fall welche. Ja. Da hinten sind aber es nicht so viel wie vor. Ah doch, da. Da ist eine riesige Kolonie. So gutes Wetter heute. Ich dachte, gleich kommt wieder Nisa. Um Helgoland herum leben 300 bis 400 Seehunde und mindestens ebenso viele Kegelrobben. Die Kegelrobben bemerken die Taucher sofort. Bis zur ersten Begegnung dauert es nur wenige Sekunden. Boah, wie geil. Super cool. Oh. Alles voll mit Robben. Oh, die sind super neugierig. Gerade so die kleinen Weibchen mega verspielt. Meistens erschrickt man sich erstmal, weil sie immer von hinten kommen. Wenn sie dann da sind, ist die Freude groß und man versucht, ein paar schöne Eindrücke mitzunehmen mit der Kamera. Genau 2 Jahre ist es her, als die Submaris-Männer an dieser Stelle schon einmal mit den Robben im Wasser waren. Es war einer dieser Tage, an denen alles stimmt. Uli und Robert hatten ihre Kameras dabei und kamen einer wissenschaftlichen Sensation auf die Spur. Wir waren mit unserem alten Schiff unterwegs und Philipp, unser Skipper, hat dann an der Wasseroberfläche ein Tier gesehen, was schon was im Maul hatte und es eben immer wieder aufs Wasser geschlagen hat. Und dann hat er zu uns geschrien, ey Jungs, da hinten ist irgendwas und schwimmt doch mal hin. Wir haben unter Wasser erst gar nichts gesehen, weil die Sicht so schlecht war. Und dann sind wir zurück zum Boot und waren natürlich enttäuscht. Und dann kam tatsächlich aus dem Nichts so ein weißer Fleck auf uns zu. Und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was das wirklich war. Und dann habe ich gesehen, dass es ein toter, gerade zerfleischter Seehund war. Und hinten dran kam halt dann gerade die Robbe vor, der dunkle Schatten von der Kegelrobbe. Und mir war klar, okay, das sind jetzt das Verhalten, was wir eigentlich die ganze Zeit aufnehmen wollten. Und wir hatten das Glück, dass es hier vor der Düne passiert. Oh Gott. Die Bilder, die Robert und Uli gelingen, gehen um die Welt. In verschiedenen Bereichen des Atlantiks wurden immer wieder Seehunde mit rätselhaften Verletzungen gefunden. Die Vermutung, dass Kegelrobben Seehunde fressen, gab es schon lange. Aber es fehlte immer der Fotobeweis. Mittlerweile gibt es auch vor den Niederlanden und vor Belgien große Mengen an Schweinswalen, die genau die gleichen Verletzungen haben. Und Wissenschaftler aus Belgien haben tatsächlich gezeigt, dass in den Bissspuren DNA von Kegelrobben gefunden wurde. Also es ist ganz klar, dass tatsächlich Kegelrobben auch für den Tod von Schweinswalen verantwortlich sind und die im großen Stil auch auffressen. Also Chat, ey, ihr manchmal. Mit bis zu 300 Kilo sind es die größten Raubtiere, die in Deutschland leben. Oh, 300 Kilo, mein. Sie haben das Gebiss einer Dogge. Und trotzdem glaubt Uli Kunz nicht daran, dass Kegelrobben eines Tages über Badegäste herfallen könnten. Ich glaube nicht, dass es passiert. Sie sind neugierig und können natürlich in ihrer etwas ungestümen Art manchmal vielleicht einfach in ein Bein reinzwicken. Das machen sie bei uns auch, dass sie mal so ein Neoprenstück ins Maul nehmen. Oder auch mal mit ihrer Schnauze ganz nah rankommen oder mit diesen Krallen, die sie an den ins Maul nehmen. Ein Süßer! Oder auch mal mit ihrer Schnauze ganz nah rankommen oder mit diesen Krallen, die sie an den Flossen haben, dass sie dann einfach mal... Jetzt will ich ganz viele... Pepo White Happy White Happy sehen. Und dann tatsächlich natürlich auch Schürfwunden hervorrufen können. Kann ich mir vorstellen, dass das bei Schwimmern auf jeden Fall passieren kann, weil die überhaupt keinen Schutz haben. Aber bei uns im Neoprenanzug habe ich da im Moment keine Angst, dass da... Das sind aber die Weibchen, ne? Die sind so verspielt. So.
Sehr geilen Job haben die Jungs. 3 Wochen Helgoland. 2 Dutzend Tauchgänge und 1 erledigter Job. Auch immer interessant, wie man nicht so die genaue Zahl ausspricht. So 24 sagt er nicht, sondern 2 Dutzend. Und wahrscheinlich sagt er sogar 2 Dutzend, wenn es 20 gewesen sind. Weil 2 Dutzend klingt einfach besser. In dem seit 1924 Strom erzeugt wird. Zwischen den Wasserspiegeln beider Seen liegen gut 200 Meter natürliches Gefälle. In 6 Rohrleitungen schießt das Wasser nach unten. 84.000 Liter pro Sekunde treiben im Maschinenhaus die Turbinen an. Das Resultat? 300 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Eine zentrale Bedeutung kommt dem Kesselbergstollen zu. Der leitet das Wasser mitten durch einen Berg zum Kraftwerk. Und dieser wasserführende Tunnel muss alle 10 Jahre auf Risse und Schwachstellen überprüft werden. Die Ergebnisse vergangener Untersuchungen waren unbefriedigend. Im Auftrag des Energiekonzerns E.ON sollen die Unterwasserexperten aus Kiel das jetzt besser machen. 5 Forschungstaucher und ein U-Boot. Wow, geil. Digga, in so einem Ding würde ich gerne auch mal. Deutschlands einziges bemanntes Forschungstauchboot vom Geomar Forschungszentrum in Kiel soll für die anstehende Inspektion durch den Stollen tauchen. Für die Sicherheit sollen die Männer von Submaris sorgen. Sie werden als Erste durch den Stollen tauchen. Dann soll das U-Boot folgen. Wenn alles klappt, werden sie hier im Wasserschloss wieder auftauchen. Ein mutiger Plan. 1,2 Kilometer durch ein dunkles, riesiges Wasserrohr. Wow. Denn das ist natürlich wirklich super. Wie groß das ist. Die brauchen ungefähr 1 Stunde. Ja. Könnten auch sehr viel schneller hier sein. Das kommt jetzt einmal letztendlich nochmal drauf an, wie das mit den Markierungen und laufen wie wird. Wie der Tunnel aussieht, ob wir da viel Hindernisse vorführen. Das wissen wir überhaupt nicht. Weil da so ein Staudruck entsteht, weil das Wasser so schnell nachschießt nach oben, wird es da schon. Vorbesprechung am Konferenztisch mit Kraftwerksbetreibern und Ingenieuren. Was passiert, wenn das U-Boot stecken bleibt? Und wie kann die Besatzung aus der misslichen Lage befreit werden? Ein funktionierendes Rettungskonzept steht. Aber die Ingenieure des Kraftwerks sind skeptisch. Das Tauchteam ist auf sich selber gestellt, ja, hat das in der Ausbildung auch gelernt, hat eben diese redundanten Equipment-Geschichten dabei. Mehrere Jahre hintereinander waren die Taucher für Forschungsarbeiten in mexikanischen Höhlensystemen unterwegs. Jetzt kommt ihnen diese Erfahrung zugute. Nein, danke für den frischen Prime. Willkommen. Viel Spaß mit dem E-Moves. Das schaut aus wie ein Schweizer Käse. Da geht es also links und rechts und oben und unten weg. Da muss man also nur extrem navigieren. Hier wissen wir, es geht hier rein und da raus. Das ist also noch die einfachere Geschichte. Das heißt, die Expedition Walchensee beginnt. Uli hat den Luftvorrat noch einmal berechnet und das Atemgas analysiert. Christian testet ein letztes Mal die Scooter, die Taucher durch den Tunnel ziehen sollen. Eine Markierungsleine soll in kompletter Länge durch den Stollen gespannt werden. Genau 16 Stunden wird das Kraftwerk heruntergefahren. Dann muss alles erledigt sein. Am Tunneleingang werden zunächst die Einlaufrechen entfernt. Riesige Gitter, die verhindern, dass Treibholz oder Müll in den Stollen gelangen. Dahinter so geht es direkt in den Tunnel. Nur ich, wie immer, und das, was wir halt auf alle Fälle irgendwie haben. Da sollte man Skifahren, nicht tauchen. Ja. Oh, ich sitze so gemütlich hier, Chat. So eine entspannte Session. Aber Nase geht zu. Belastend. Start zu einer Tauchmission, die es so noch nie gegeben hat. Bei 4 Grad Wassertemperatur. Dann geht die Doku noch? Noch ein bisschen. Noch 20 Minuten. Aber einfach 40 Minuten schon vorbei. What? Komm mir vor wie 10. Wow.
Habe ich auf dem Schirm, Imperatus. Von jetzt an sind die drei Taucher sich selbst überlassen. Sie kommen gut voran und sind erleichtert. Keine Felsbrocken, die den Weg versperren. Na genau, du kannst nicht einfach raus aus dem Rohr. Du müsstest Florian nach ganz vorne. Florian bringt Markierungen an, damit die U-Boot-Besatzung später bei der Inspektion oder nach ganz weiß, an welcher Stelle sie sich im Stollen befindet. Kannst nicht einfach mittendrin raus. Selber auch bei einem Tunnel, ne? Fast 90 Minuten brauchen sie für den ersten Kilometer. Nach 2 Stunden sehen sie endlich Licht am Ende des Tunnels. Das war ja einer der großen Knackpunkte. Kommen sie eigentlich wirklich durch? Läuft alles mit den Leinen verlegen und so? Läuft das sicher ab? Und es sieht gut aus jetzt. Ich freue mich. Der erste Teil des Unternehmens ist geschafft. Jetzt ist die Jago dran. Doch das U-Boot ist für den Eingang zu breit. Jetzt müssen die Taucher zusammen mit der Jago ins Wasser, müssen erstmal schauen, dass sie die Jago an dieser Engstelle, wo eben die Rechen gezogen wurden, durchdrücken. Weil da sind Metallstäbe, die ungefähr 2,2 Meter sind. Und die Jago ist auch 2,2 Meter. Also das wird jetzt gleich nochmal ein spannendes Spiel. Und die Taucher unterstützen die Jago, sie durch diese Metallstreben zu bekommen, damit die Jago dann sich auf den Weg machen kann durch den Stollen. Ungewöhnliche Einsätze erfordern ungewöhnliche Mittel. Mit einem Wagenheber an einem Kantholz versuchen Philipp und Christian, das Nadelöhr um 20 mm zu verbreitern. Gut eine halbe Stunde später ist der Weg frei für die Jago. Meter für Meter gleitet die Jago durch den dunklen Tunnel. Absoluter Held. Wasserkraftwerksingenieur Franz Gstettner hält Ausschau, sucht nach Auffälligkeiten und defekten Stellen der fast 100 Jahre alten Röhre. 100 Jahre alt? Geistkrank. Drei Stunden dauert die Fahrt durch den Berg. Dann taucht Jago wieder auf. Der Stollen selber macht einen sehr guten Eindruck, muss ich wirklich sagen. Ich bin fast überrascht, wie gut der Schuss ist. Und ich denke, dass man sehr viel Material gewonnen hat für die Auswertung. Geschafft. Nach 16 Stunden ist der Job erledigt. Sieht kalt aus. Die Männer sind gut abgehärtet. Ich bin ganz schön hinüber, sagt man so schön. Müde, aber auch tatsächlich zufrieden, dass wir das geschafft haben. Das sind da immer die Momente, die diesen Job einzigartig machen. Ich meine, wir sitzen hier auf dem Walchensee, wir haben die Jago, die gerade wieder aus dem Stollen kommt. Wir haben hier ein abgefahrenes Tauchboot, wir haben eine super Crew. Und dann gibt es noch Pizza. Gute Frage, perfekt. Bilal, was die verdienen monatlich, ne? Hoffentlich genug. Für ihren Traumjob. Wenn die Tage in Schleswig-Holstein ab Ende November wieder fies und grau werden, zieht sich das Submaris-Team gerne in südlichere Breiten zurück. Die leben halt für den Job, ne? Es geht auf die Malediven. Für Urlauber eine Traumreise. Für die Kieler Taucher ein weiterer ganz normaler Job. Oh, schau doch mal die View an. That's crazy. Schleswig-Holstein ab gerne in... Oh! Imagine, die Insel gehört dir.
Dann hast du noch 20, 30 Jahre was davon, dann ist es untergegangen. Das ist einfach deine Insel, die Insel. Das wäre ein Goal irgendwann, eine Insel kaufen. Ja. So, Achtung hier. Geht mal weg da. Es werden mehr Leute von Kokosnüssen erschlagen als von Haien getötet. Das ist heute gar nicht so. Naja, du kletterst da hoch. Wer hatte überhaupt diese Stabsidee? Komm, ja, komm noch nicht mal. Ich weiß nicht, jawohl. Alter, bist du schwer geworden in letzter Zeit. Das sind deine Schultern, das sind deine Hüfte. So, kriegst du das Ding. Lass sie mir nicht auf den Kopf fallen. Ey, das geht schief. Das geht schief. Hier. Ja. Yeah. Was willst du mit einer Insel? Batala. Eine kleine einfach paradiesische Insel im Nord-Ariatoll. Für den Flex sagen, ich habe. Aber die Forscher befürchten, dass die Unterwasserwelt inzwischen bedroht ist. Du liest es in jeder Zeitung, aktuell in diesem Jahr, El Niño hat alles platt gemacht, Great Barrier Reef abgestorben, die Malediven sind tot. Das sind alles immer so Schreckensmeldungen. Ich kann das immer gar nicht glauben, dass so große Ökosysteme so schnips ausgeschaltet werden. Dann ist man hier und jetzt freue ich mich auf den ersten Tauchgang, dass wir mal gucken, wie sieht es denn wirklich aus. Ein erster Check der Korallenriffe um die Insel herum soll zeigen... Bro, wie klar ist das Wasser da? Bro! Ah. Auch krass, ne? Wie viel von der Insel unter Wasser liegt, Chat? Und wie viel nur noch oben, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Also das habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Was eine geisteskranke View. Wie gut einfach Drohnen manchmal sind. Also ich denke mal, das wurde mit einer Drohne aufgenommen oder mit einem Helikopter. Aber ich glaube, die Drohne kommt hoch genug. Geil, geil, geil. Wie es um die Unterwasserwelt bestellt ist. Ob die Riffstrukturen noch gut erhalten oder womöglich schon zerstört sind. Ja, dann auf geht's zum Tauchen. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, wie viele abgestürzt sind. Eine Woche wollen sich die Taucher auf Batala aufhalten und von der kleinen Malediveninsel aus verschiedene Riffbereiche in unterschiedlicher Tiefe untersuchen. ...31,5. Das ist ein gutes Nitrox, damit können wir gut tauchen. Vom Strand aus konnten sie bisher nur einen ersten Eindruck gewinnen. Wie sieht das Riff aus? Gibt es viele tote Korallen? Sind viele gebleicht? Sind viele vielleicht nur gebleicht und können sich regenerieren? Das können sie nach ein paar Wochen, Monaten noch? Oder sind die eben für immer verloren? Verdammt, Johe. Viele Bereiche im Riff scheinen völlig intakt. Aber die Taucher sehen auch das. Wo früher buntes Leben war, sieht es jetzt so aus. Ein Trümmerfeld am Meeresboden. Ursache für das weltweite Korallensterben ist meist die erhöhte Wassertemperatur, bedingt durch die globale Erwärmung. Die Folgen? Korallen bleichen erst aus und fallen später in sich zusammen. Man sieht schon, das Riff hat insbesondere im flachen Wasser, wo ja die höchsten Wassertemperaturen sind, hat das Riff ordentlich gelitten. Es gibt aber auch Bereiche, die noch richtig schön aussehen. Also gerade so unterhalb von ungefähr 7 bis 15 Meter Wassertiefe ungefähr, da sieht das noch ganz gut aus. Also ich habe Hoffnung, dass es alles zurückkommt. Da werden ja genug Sporen auch im Wasser sein von den Korallen, die dann eine Rekolonisierung ermöglichen. Was tagsüber mit bloßem Auge schwer zu beurteilen ist, wollen die Wissenschaftler nachts mit moderner Technik untersuchen. Kurzwelliges blaues Licht soll dabei helfen. Monatelang haben sie verschiedene Lampen, Blitzgeräte und Filter getestet. Komplettes Licht weg. Du musst irgendwie mit ISO, hohen ISO-Zahlen. Genau, der Gelbfilter ist nachher der Sperrfilter, der nachher nur noch das fluoreszierende Licht durchlässt, was durch die blauen Lampen angeregt wird. Die Kieler Forscher sind gespannt auf ihre ersten Ergebnisse. Auch weil die sogenannte Fluoreszenzmethode wissenschaftlich noch in den Kinderschuhen steckt. Nachts können wir aber losgehen mit der Fluoreszenz und mit diesen Filtern und können wirklich genau gucken, ist das eine ausgebleichte, noch lebendige oder eine ausgebleichte, tote Koralle. Und den Unterschied, den sieht man nur nachts mit Fluoreszenz. Zeig mal her.
Die Methode funktioniert. Einige der ausgeblichenen Korallen, die am Tag schon tot aussahen, lassen erkennen, dass hier mehr lebt als zuvor angenommen. Crazy, wie das aussieht. Es ist tatsächlich völlig abgefahren. Also ich finde, das ist so eine Mischung aus Avatar und Alice im Wunderland. Alles irgendwie bunt, knallig. Es schaut einfach total heftig aus. Und wir haben wirklich Hunderte und Aberhunderte von Tauchgängen schon gemacht. Und jetzt mal das Unterwasserleben so komplett neu kennenzulernen, finde ich völlig abgefahren. Es ist wie aufgeputscht, würde ich fast sagen. Es ist für das Auge wie ein Rausch. Noch mehr als sonst. Für Menschen ist die bunte Lightshow nur bei Einsatz moderner Technik zu sehen. Fische dagegen haben eine völlig andere Farbwahrnehmung und brauchen für das Phänomen der Fluoreszenz lediglich das Restlicht von Sonne oder Mond. Die Frage nach dem Sinn des Farbspektakels ist schwierig zu beantworten. Es gibt nur Hypothesen. Da ist es sicherlich ein Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen, Partnersuche, Abschreckung eventuell auch, aber sicherlich am meisten wohl für die innerartliche Kommunikation. Also um auf Partner aufmerksam zu machen, um vielleicht Konkurrenten wegzuscheuchen oder so, um denen zu zeigen, ich habe den dicksten, ich leuchte am stärksten. Der nächste Morgen. Die Forschungstaucher machen sich auf den Weg zu einer der wenigen bewohnten Inseln der Malediven. Malos liegt gut zwei Bootsstunden entfernt im südlichen Bereich des Areatolls. Die Optik, ich will da auch lang cruisen. Hier wollen die Forschungstaucher herausfinden, ob sich die geschädigten Korallen auch auf den Fang der Fischer auswirken. Habt ihr früher mehr gefangen als jetzt? Wie war der Fang im letzten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr? Wahrscheinlich geht der AfP, oder? Die Unterhaltung mit den Fischern ist schwieriger als erwartet. Da helfen auch die Übersetzungskünste von Bootskapitän Abdullah Nizar nicht viel. Ein Blick in die Fischkisten zeigt aber, dass die Ausbeute eher mager ausfällt. Auch die Größe der Fische verheißt nichts Gutes. For one fish. One kg. Okay. Good. This with your next. Thank you. Rundgang auf Malos, einer Insel, deren Alltag vom Fischfang geprägt ist. 1.200 Inseln, verteilt über 25 Atolle, gehören zu dem islamischen Inselstaat. Bewohnt sind aber nur 200. Außer von Fisch leben die Inselbewohner hier vornehmlich von Kokosnüssen, Brotfrucht, Mango, Papaya und Bananen. Kapitän Abdullah Nizar versorgt die Wissenschaftler derweil mit lokalen Baumfrüchten. It's just a normal nut, yeah? Or do you get high when you eat it? Yeah. You get high? Yeah. All right. Gestern ist auch mal eine. Ich habe auch eine gegessen. Zwei ganze für Christian, bitte. Die Frage nach der Wirkung der nussartigen Frucht führt zu Missverständnissen. Ja. Ah, ich glaube, er hat verstanden, high in the trees. Ah, high up in the trees. High up in the trees. Also doch nicht high. Die Nuss wächst einfach nur hoch. Und zwar oben am Baum. Dann treffen die Taucher auf Mohammed Najou. Er ist selber Fischer und weiß um die Probleme der Inselbevölkerung. They don't go far. They just zwei Rachen dran, bitte. And they catch lots of fish. Früher mussten wir nie weit rausfahren. Wir haben mit unseren kleinen Booten noch tausende große Thunfische gefangen, erzählt Mohammed. Heute bauen wir überall und entwickeln uns, aber wir zerstören dabei auch unsere Riffe. Das ist leider so. Das Fehlen von großen Fischen auf den Malediven ist auch den Forschungstauchern aufgefallen.
Nur hin und wieder bekommen sie große Thunfische oder Haie zu sehen. Die fangen wirklich so Hammer-Views ein, das ist einfach nur schön. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Aufgefallen. Nur hin und wieder bekommen. Hammer. Bekommen sie große Thunfische oder Haie zu sehen. Dabei sind gerade die für den Hai-Experten Robert Mark Lehmann ein Indikator für ein intaktes Riff. Haie sind eine Art Gesundheitspolizei, sagt Robert. Es sind faszinierende Tiere, die völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf haben. Die braucht man im Meer. Die sind extrem wichtig. Und wenn man lernt, dass dieses Tier im Wasser viel, viel mehr wert ist als Tourismusmagnet, als eben einmal mit abgeschnittener Flosse oder als Fisch auf dem Markt, dann hat man verstanden, wie der Ozean funktioniert und dass es für uns einfach wichtig ist. Zum Glück hat man das auf den Malediven inzwischen erkannt und alle Haie unter Schutz gestellt. Mhm. Zu sehen bekommt man die Tiere dennoch eher selten. Das könnte sich ändern, wenn man in die Nacht geht. Also nachts sind Haie ja sowieso immer so in diesem Modus, ich kann jetzt was fressen, ich gehe jagen und da möchte ich heute gerne mal dabei sein und mir das ganze Spektakel mal anschauen. Ich hoffe, dass es klappt oder besser klappt als jetzt tagsüber. Es ist nicht jedermanns Sache, nachts tauchen zu gehen. Mindestens 40 Haibegegnungen, einige Tintenfische und Schwarzpunktrochen. Die Kieler Wissenschaftler fotografieren, was die Kameras hergeben. Die Ausbeute an neuen Bildern ist groß. Derbster Tauchgang ever. Ich krieg das Grinsen erstmal lange nicht weg. Was war denn da los, Alter? War geil, es war alles dabei. Haie, Stachelrochen, Tintenfische. Wir sind hier rein, ne? Treppe rein und sofort zwei Haie. Da ist schon der erste Hai. Ja. So, und dann tauchst du ab, alles ist voller Haie. Sie fangen an zu fressen, sie jagen Fische direkt vor der Kamera. Zweimal gekriegt, wie sie einen gepackt haben. Endlich. Vor der Kamera. Das ist einer in 1000 Tauchgängen, der so ist. Ja. Der bleibt unvergesslich, der zaubert dir immer wieder das Lächeln drauf und es war so geil, dass wir das zusammen gemacht haben. Schönes das war echt Spaß gemacht, würde ich sagen, das war einfach geil. Einfach geil. Die lieben ihn. Stop. Ja, Chat, war eine sehr, sehr schöne Doku. 5 bis 6 Monate des Jahres waren sie unterwegs. Haben in vielen verschiedenen Ländern zusammengearbeitet. Wunderschöne Views gesehen. 5 Kieler Forschungstaucher, die sich ein Leben ohne das Meer gar nicht mehr vorstellen können. Und die sich ganz sicher sind, beim nächsten Auftrag kommt das nächste Abenteuer. Und 2017 ist der Lachs. 5 Jahre her. Krass. Ja, war schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Chat. Ihr konntet gut entspannen. Faszination Unterwasserwelt, einfach gigantisch. Wir müssen auch noch mal mehr Tierdokus anschauen, was so in der Savanne so lebt, in Afrika und so.